So, heute versuchen wir mal was ganz Neues. Ich bin schon ganz gespannt. Mal schauen, ob es euch gefällt. Und los geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin schon mal hier hinten auf unserem neuen Gelände, wo jetzt noch die automatische Verkabelung hin soll. Und hier wollen wir die neue Fabrik bauen. Und da ich von diesen viereckigen Klötzen, die hier überall in der Gegend rumstehen, gehörig die Fresse voll habe, machen wir heute mal ein bisschen was Rundes. Und für was Rundes müssen wir ein bisschen rumtricksen, weil bei Satisfactory ja leider mein Handy erstmal laut ist und ich eine Nachricht bekommen habe, die einmal bitte schön lese und ist mir egal. Und das jetzt auf leise stelle. So, damit ich mich nicht störe. Genau. Ich habe das vorhin schon mal ein bisschen ausprobiert und das lief tatsächlich gar nicht schlecht. Und wo ich das her habe, haue ich euch in die Videobeschreibung. Ich will den Namen aber nochmal nennen. Heute hänge ich ein bisschen viel an meinem Handy, das gefällt mir auch nicht. Das Ganze habe ich von Monkey Farm auf YouTube. Link findet ihr da oben. Sollte hier gleich auftauchen. Ne? Der hat hier einmal so ein Tutorial gemacht, wie man diese Circle Buildings ganz gut machen kann. Und ich übernehme das jetzt einfach mal. Was wir dafür brauchen, ist erstmal hier so ein schönes X. Und irgendein Gegenstand hier in der Mitte, der uns anzeigt, wo die Mitte ist, logischerweise. Und da hopsen wir jetzt nämlich einmal einfach drauf. Und wichtig ist, dass wir uns gleich dann nicht mehr bewegen dürfen, weil sonst geht das Ganze schief. So, wie ihr jetzt seht, haben wir hier unser X zu allen Seiten. Drei Stück. Das wird nachher unser Kreis ergeben, beziehungsweise das ist der Radius, den er nachher haben wird. Und jetzt fangen wir erstmal an, hier den Schnodderdotz, den reißen wir weg. Weil das brauchen wir alles erstmal nicht. So. Und ich habe das vorhin schon mal ausprobiert und das lief eigentlich echt gut. Und ich hoffe, dass das diesmal auch der Fall ist. Wichtig, auch die unter euch. Und jetzt fangen wir nämlich an. Ich habe hier, ne, ist ja alles schön ausgerichtet mit der Lage. Und jetzt machen wir nichts anderes als Piu. Einmal das Ganze einzudrehen. Nach unten zu gucken und deswegen fehlt hier unten auch das Fundament. Das wäre sonst auch eingesnappt. Und jetzt springen wir einmal hoch und ja, stellen uns einmal dumm an und drücken die rechte Maustaste an die linke. Ne? Maus ganz zum Anschlag nach unten, hochspringen, drücken, fertig. So, jetzt können wir, wieder mal schlecht vorbereitet, Fundamente. Und wir brauchen den hier noch auf der 0. Jetzt können wir einfach unsere Fundamente hier nehmen und die jetzt drei nach da hinten durchbauen. Die hier kommen wieder weg. Zwei Achter drunter. Und zack, haben wir da das erste Kreisstück. Das Coole ist, die liegen jetzt ein bisschen tiefer. Das heißt, ich kann hier nachher wieder ganz normal Fundamente rüberziehen. Das wird echt cool aussehen am Ende. Und wir machen das jetzt aber erstmal weiter. Ich zeige euch da mal zwei, drei Stücken. Und das ist echt eine Frickelei, deswegen werde ich das nachher. Was hat er da jetzt? Das. Deswegen werde ich das nachher im schnellen Vorlauf machen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, dann haben wir das hier. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Ziehen wir rundherum das Spielchen. Zack, zack, zack. Wir machen das mit der ersten Reihe noch komplett. Irgendwas will er dann abreißen, was ich nicht abreißen will, aber gut. Und jetzt machen wir das hier auch noch. Zack, zack, zack. Das weg, das weg. Die passenden Fundamente drunter. Zack. Und dann sitzt das hier rundherum einmal. Was wir jetzt machen ist, wie gesagt, ich habe mich hier nicht 1 mm bewegt. Ne? Also WASD, lassen wir hier schön in Ruhe. Jetzt reißen wir das wieder ab. Ich lande hier wieder drauf. Wir schnappen uns die 9, drehen wieder. Einen weiter, gucken nach ganz unten, springen hoch, bauen das Ganze und sind dann genau da und wieder ein Futzelchen weiter. Reißen das ab
Und so gehen wir jetzt die Reihe rum, bis wir hier einen wunderbaren Kreis haben. Ich nehme das einmal mit auf, dann habt ihr das alle einmal gesehen. Da war ich. Und ja, viel Spaß beim Gucken. So, nun haben wir unser schönes Kreiseldeisel-Ding hier erstmal fertig. Und was jetzt kommt, ich habe ja noch ein bisschen mehr vor. Was wir jetzt einfach machen könnten, wir könnten natürlich, ich habe es vorhin mit ein bisschen größeren Radius versucht. Da sah das ganz cool aus. Ich hoffe, das klappt jetzt hier ähnlich. Zum einen will ich hier einen Eingang haben. Und dann ziehen wir hier erstmal Wände rum. Wir brauchen natürlich nicht überall drauf eine Wand. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier immer die richtige Platte erwischen. So, dann wird nämlich aus dem Ding hier gleich mal so ein enger, schmaler irgendwas. So, jetzt gehen wir hier rum. Komplett. Erst einmal. Ne, das verändern wir alles nachher noch ein bisschen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir hier überall Wände haben. Zack, zack, zack. Irgendwo werde ich dann nachher auch nochmal ein anderes Tor reinsetzen, logischerweise. Ne, aber erstmal zum Demonstrieren reicht das bis hierhin. So. Wie ich bin, habe ich glaube ich alle falsch rumgesetzt, aber das ist, finde ich, gerade auch nicht so wild. Das Gebäude wird eh ein bisschen anders als alle anderen. Da geht das schon. So und so und so. Wenn wir jetzt ein bisschen von hier hinten gucken, wir gehen mal hier hoch, dann sieht das Ganze aus wie ein Kreis. Ist das nicht schön? Ein bisschen Abwechslung hier rein. Zack. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Ich finde, das hat was. So. Jetzt kommt das, was ich ein bisschen anders mache als im Tutorial, das ich gesehen habe. Wir können jetzt, beziehungsweise machen würde, ich mache es jetzt nicht, das sind zu Demonstrationszwecken. Wir können jetzt hier komplett in alles mit Fundamenten auskleiden und können hier nachher schön sauber trotzdem in unserem Raster weiter drin bauen. Ist das nicht cool? Das will ich jetzt aber gar nicht, denn ich treibe das Ganze noch ein bisschen weiter auf die Spitze. Ich will hier noch einen Anbau dran haben, denn so wie es ist, gefällt mir das noch nicht. Ne, übrigens auch sehr schön. Hier seht ihr ja, das ist schon ein bisschen höher. Ich kann hier jetzt auch ganz easy den reinsetzen und da passt sauber ein Eingang rein. Ich kriege hier also auch nachher meine Förderbänder rein, auch wenn ich das wahrscheinlich gar nicht will. Ich werde die wahrscheinlich so wie hier unterirdisch zuführen. Kohle habe ich ganz offensichtlich genug, das staut sich hier schon. Das ist ja herrlich. So, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja ein bisschen Schwung in die Bude kriegen und deswegen reißen wir jetzt hier nochmal wieder ein paar Fundamente weg. Weil mir das alles zu langweilig geworden ist.
Und dann will ich mal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dafür, nee, die Glas, doch, die können eigentlich da bleiben. Muss ich die nachher nochmal setzen? Hm. Ja, bis hierhin finde ich das, glaube ich, okay. So, und jetzt, das ist schon mal sauber, sehr schön. Schließen wir hier einfach nochmal. So, so, so. Das muss nochmal weg. Und so. Und können jetzt hier nämlich Zauber, Zauber. Quatsch. Ich brauche Wände. Zack, zack, zack. Noch eine Produktionshalle ransetzen. So, dann bin ich einmal runtergefallen. Auch sehr schön. Wieso glitsche ich hier durch? So. So, wir bauen hier noch nicht genügend Freiraum. Das ist jetzt tragisch. Mal schauen, ob es am Band liegt oder an den Fundamenten. Es liegt natürlich am Band. Das muss dann jetzt erst einmal weichen, leider. Aber das bauen wir nachher einfach wieder auf. Das ist ja kein Ding. So. Bauen wir hier weiter rüber. Jetzt ist das auch noch ein Weg. Na gut. Davon lassen wir uns jetzt wahrlich nicht mehr aufhalten. Das lassen wir da. So, weiter geht's. Wir gehen ja ruhig bis hier an die Kante ran, wa? Das heißt, die müssen jetzt weg, damit wir hier weiter Wände langziehen können. So, geht sauber bis hier. Und hier ziehen wir das auch noch weiter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Reicht uns das bis hier oder gehen wir hier noch weiter rüber? Nö, ich glaube, das reicht uns bis hier. So, dann haben wir das hier rangezogen. Dann können wir hier erstmal unsere Förderbänder wieder hinstellen. Ne, können wir nicht. Wir müssen hier jetzt erstmal Fundament unterflocken. So, jetzt kommen die wieder ran. Gucken, dass ich die richtigen überall nehme. Bis hier kommen die. Und, na, Quatsch, Logistik, nein, Fundamente, bin ich doof. Glasfundament, nicht genug Freiraum, ach scheiße. Na ja, gut. Kommt nachher nochmal neu. Und hier kann ich jetzt natürlich auch, schwupp, einfach die Wände rausnehmen. Schließt da sauber an. Da geht es nicht mal durch. Zack, zack, zack. So. Die lassen bestehen. Und ziehen dann hier weiter unsere Fundamente. So wie sie eigentlich sollten. So, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken. Wo geht denn hier Glas weiter? Hier ist Glas. Na, sehen wir das jetzt? Frickel, frickel, frickel. War hier überhaupt richtig? Ja, hier war richtig. So, das muss weg. Das kann auch alles problemlos weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich möchte wieder mein Glas haben, damit ich weiß, wo meine Kohle langläuft. Zack, und der ganze Kram kommt stumpf wieder weggerissen. Der ist wirklich nur da, damit wir hier unsere Wände raufziehen können. So. Weg, weg, weg. Und da setzen wir wieder Glas hin, damit wir die Kohle wieder anschließen können. Das muss weg, da muss Glas hin. So, jetzt flitze ich hier aber noch nach unten. Zip. Hol wieder meine Kohle ran. Dreh mir die zurecht. Ja, passt. Und das hier auch noch. So. Und dann sollte die Energie wieder sauber laufen. Sehr schön.
Und wir haben bis hierhin schon mal ein Schicki-Schicki-Schick-Schick-Fundament. Alles, was schief ist, kommt weg. Einfach nur, weil es mich jetzt gerade noch stört. Und dann kommen hier wieder unsere normalen Fundamente hin. So. Und voilà. Und dann sind wir schon mal bis hier. Und haben jetzt doch einiges an Platz. Ja, wir gehen schon mal ein bisschen weiter. Bis hier ist das Eis noch überhaupt kein Problem. So, jetzt will ich aber in die Richtung definitiv auch noch Platz haben. So, und ich will vor allem hier dann nachher auch so schräg hochbauen können. Hier ist mir das egal, das ist gar nicht so viel. Ne, aber so in die Richtung, da will ich mehr Platz haben. Deswegen markiere ich mir das hier einmal. Zack. Schaff mir hier Platz. Wird der wahrscheinlich nachher nochmal abreißen müssen, aber das ist nicht weiter wild. Gehe hier hoch und ziehe hier fleißig meine Fundamente lang. Habe ich die richtigen erwischt? Ja, schon so. So, wir gucken wieder ein bisschen, wie weit wir gehen können. Den ganzen Scheiß hier weg. Das könnte schon reichen. Wir gucken mal, wie sauber das hier gleich abschließt. Na, das ist etwas unschön. Cool. Na doch, das könnte echt cool werden. Wir holen uns mal wahlweise eine Wand. Gucken, ob die da irgendwie drin reinragt. Zack. Nehmen die hier schon mal weg. Kann ich die abreißen? Ja, sauber. Also, das sitzt doch wie angegossen, oder was? Guck mal, wie schön das hier lang läuft. Perfekt. Als wäre es gewollt. So, jetzt sind wir bei der Wende rum. Und das kann ich jetzt erweitern, wie ich lustig bin, tatsächlich. Ne, je nachdem, wie ich meine Fabrik hier haben möchte. So, das wird übrigens die Halle für die automatische Verkabelung, die uns ja noch fehlt. Da haben wir ja noch ein Stückchen. So, hier ist jetzt wieder das Förderband im Weg. Wir reißen jetzt mal rundherum ein bisschen ab, damit ich dann nachher auch gut rankomme. Die blöden Pfosten könnten nachher auch noch im Weg sein. Aber wir werden mal schauen. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall noch rüber. So, dann gucken wir mal, was wir hier gehen können. Ich glaube, es ist hier wieder. Ja. Einwandfrei. Das weg, das weg, das weg. Und dann haben wir hier wieder. Na, komm her. Und hier können wir wieder sauber Wände ransetzen. Schwuppdiwupp. Und das sitzt doch einwandfrei. Ne, tatsächlich bräuchte ich jetzt nicht mal weiter die Fundamente setzen. Ich kann jetzt einfach hier die Wände nehmen. Und dann passt das auch. Dann muss ich hier meinen Kohleschub nicht mehr wegnehmen. So, hier gehen wir hier rüber. Und dann bauen wir die einfach weiter, bis die sich treffen. So, und so, und so. Halle ist zu, Wände können weg. So. Und dann können wir hier nachher den Kreisgefuddel tatsächlich auch wegnehmen. Brauchen wir dann quasi nicht mehr. So. Fundamente rein in das Ganze. Mal gucken. Hier, die brauchen wir auch nicht mehr. Was weg ist, ist weg.
Und dann kann ich hier drin gleich schön bauen. Ich werde nur einmal so einen kleinen Knick drin haben und das ist, wo denn der Baukram hier aufeinander trifft, ne? So, das brauchen wir auch nicht mehr. Dich brauchen wir auch nicht. Dich auch nicht. Wir müssen mal gerade gucken, bis wohin wollen wir. Und dann sehen wir gleich mal, was von unserem Kreis hier überhaupt noch übrig ist. Oh, ein bisschen was ist es, ne? Gucken mal von außen. Ja. Da steht es dann schön schräg hier rüber. Ist doch herrlich. Ein bisschen was anderes. Die Halle ist riesig geworden. Würde ich einfach mal sagen. Aber das ist ja Lachs. Wir gucken mal. So, wir gehen hier dann schräg rüber. Das nehmen wir mal weg. So. Das ist eh in die Vereine. Der gehört gar nicht hin. So. Gehen wir bis hier. Ne, ihr seht auch, wenn ich das hier jetzt rüberbaue, wenn ich hier diesen Anbau, den ich hier noch angemacht habe, nicht dran haben will, dann lässt man einfach die Dinger liegen, baut die drüber und fertig ist die Laube. Ne, es frisst übrigens ungemein Beton. Meine Fresse. So. Hier müssen wir jetzt mal einmal gucken. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Da haben wir tatsächlich noch nicht Gedanken drüber gemacht. Dass man ja durch nicht genug Freiraum. Ah, jetzt haben wir das Problem mit den Dings hier. Mit den Förderbändern doch noch. Na gut. Hat nicht sollen sein. Müssen wir doch nochmal die Zufuhr ein bisschen stoppen. Daran soll es am Ende nicht hapern. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich den Scheiß auch gleich aufsammeln. Was haben wir hier? Stahlträger. Na, ist ja herrlich. Was will man mehr? Zack, einmal durchgerutscht. Zack. Hier hoch. Und ich glaube, dann lasse ich hier das einfach mal einmal weg. Hauptsache, ich sehe es dann nachher außen. Und baue jetzt hier weiter meine Fundamente. Da passt's. Das nehmen wir auch noch weg. Und da ist es mir dann schon egal. So, dann sind wir auch schon hier. Dass wir hier jetzt langsam alles zusammenbringen. Das kann nachher beim Bauen natürlich uns noch ein bisschen auf die Füße fallen. Aber wir hoffen einfach mal aufs Beste, ne? Mit dieser kleinen Ecke hier. So. Hier nehmen wir den Großteil auch weg. Na komm. Na. Erwischen wir die Platte nicht. Ach komm. So, jetzt haben sie. Brauchen wir alles nicht. Bis hier ran und dann sieht das doch relativ sauber aus. Und tada, wir können das alles ein bisschen anders und schicki machen. Derweil bauen wir jetzt hier unten unser Fördersystem wieder auf. So. Eigentlich sollte man davon oben nichts mehr sehen am Ende. Zack. Hier ist immer noch unser Glas. Und hier kommt ganz normal Fundament wieder ran. Zack, 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 zack. Und von außen sieht man quasi nichts. So, wenn wir jetzt schon bei sind, setzen wir gleich Fenster oben drauf. Mit dem sieht man das am Ende tatsächlich noch ein bisschen besser. Die Wand wird gleich ersetzt. Ah, falsch rum. Zack. Hier lasse ich tatsächlich Ecken.
Ne? Nur rund ist auch Quatsch. Das soll ja irgendwie weiter ins System passen. Und die paar einzelnen Fundamente, die hier noch fehlen, ja meine Güte. Die bauen wir dann auch noch nach. 1, 2, 3. Ne, weil außen wollen wir unser Wasser natürlich behalten. Na, was war denn das für eine Nummer? Du sollst mir hier am Ende nicht im Weg sein. So. So und so. Auch wieder dicht. Unten sollte die Kohle ja laufen. Ja, läuft auch. Und nicht genug. Ach scheiße. Das ist natürlich doof. Kommt das hin? Hier kann ich eigentlich runtergehen und das gleich mal einmal wieder zusammenbasteln hier. Ne, was man auch machen kann, man könnte hier nochmal einen Weg runterbauen, damit ich hier zur Wartung immer mal ran kann. So, dann bauen wir weiter Wände. Zack. Und das sah vorn tatsächlich mit diesen Fenstern ziemlich cool aus, wie es hatte. Weil da so eine coolen Spalten entstanden sind. Ja, hier ist es auch. Habt ihr jetzt alle falsch umgebaut? Nee, nicht. Sehr schön. Ich zeige euch das auch gerne mal. So, rauf damit. So. So. Vorne haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Rundung. Da sieht man das dann nachher besser. Und ihr seht, der Beton geht flöten. So. Ich glaube, ich muss tatsächlich gleich nochmal auffüllen. Meine Fresse. Ich glaube, ich kriege das Gebäude nicht fertig. Ich hatte das ja, wie gesagt, vorhin schon einmal mit 4. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen friggeln. Na komm. So, jetzt mal gerade von drin. Ja, so rum, genau. Und es dreht sich wieder fleißig vor sich hin. Ne, ich würde es tatsächlich auch nur mit den Fenstern hier machen. Ich glaube, mit allen anderen wird es scheiße aussehen. Ach, seht ihr. Schon sind wir soweit. Können wir wieder raus. Das hat so ein bisschen Kolosseum-Style, oder? Das ist doch ganz cool. Wie gesagt, vorn mit einem Radius von 4 Platten, nee, von 9 sind es dann, ja, sah es noch ein bisschen cooler aus. Da hatte man wirklich nur so ganz kleine Fenster, obwohl die jetzt fast gleich groß sind, das auch irgendwie was hat. Ich muss mir nur wegen der letzten Wand da noch ein bisschen was überlegen. Das gefällt mir gerade noch nicht. Und dann hat man hier am Ende ein Gebäude, das mal ein bisschen anders dasteht als die anderen. Und trotzdem im Raster ist. Ich finde das total gut. Ja, ohne dass man da nochmal ein Podest oder sowas drauf gebaut hat. Denn so langsam geht mir hier diese Klötze, die gehen mir echt auf den. Ja, Klotz. So, hier nochmal ein bisschen Abstand, dann kicken wir mal. Und das sieht doch erstmal ganz nett aus, oder? Da so ein kleiner Anbau dran. Man hätte auch hier so gerade rüber bauen können. Wäre vielleicht auch cool gewesen. Dass man hier dann wieder. Ich glaube, das mache ich sogar noch. Ich nehme den Teil hier weg. Ja, das mache ich. Ich glaube, das sieht dann besser aus. Wie gesagt, das war ja erstmal eine erste Idee. Und ich habe mir gedacht, ich setze das einfach mit euch zusammen um. Dann machen wir nämlich hier. Wo ist er? Da. Ja, unten hatte ich. Quatsch, unten hatte ich die gar nicht. Unten hatte ich die hier. Zack, zack, zack.
Zack, zack. Das kommt nochmal weg. Wahrscheinlich ärgere ich mich gleich. Ba-bum. Ja, es ist natürlich ganz doof jetzt hier. Wie regle ich das? Indem ich einfach eine andere Kantenlänge nehme. Oh, den Strom brauchen wir hier. Den nehmen wir nicht weg. Wir gucken mal, wo der uns hier hinführt. Wende. Wenn ich dich hier lang baue, komme ich nach. Kacke. Das wollen wir nicht. Das heißt, der kommt weg. Quatsch. Na, ist ja. Könnte man als Tür nehmen, ne? Müsste ich mir nur einmal was. Moment. Machen wir einmal ein Fundament. Ja, jetzt wäre hier natürlich immer wieder ansnappen. Das will ich aber nicht. Das heißt, einmal Platz schaffen. So, dann setzen wir das. Vermitteln wir das ein bisschen. So, und na komm, das ist zu viel, scheiße. Wie muck wie das. Na, jetzt passt's. Schön. Jetzt setzen wir einfach da. Was machen wir da? Auch die. Einmal so ein Fenster rauf. Und dann haben wir ganz einfach eine Tür. Zack. 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 Und dann sitzt das. Die kommen noch weg. Und Fenster drauf. So. Fällt unter moderne Kunst, oder? Falsch rum. Scheiße. Und dann gucken wir mal, ob ich da zufrieden mit bin. Mit dem Dach müssen wir uns natürlich auch noch ein bisschen was überlegen, ne? Das ist dann auch noch mal ein bisschen Gefrickel, aber da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Und so. So. Dann haben wir hier unsere Krümmung. Ja, so gefällt mir das besser durch. Zumindest besser als vorher. Hier haben wir unseren Eingang, da brauchen wir noch die Wände hoch. Rödel, rödel, rödel. Und mit dem Dach müssen wir ja tatsächlich mal ein bisschen schauen, ne? Das wird nochmal ordentlich gefrickelt. Obwohl, das kann da ja eigentlich überstehen. Das ist ja von der Sache her kein Problem. Einfach rüber und da machen wir die Krümmung einfach mit. So. Wie hoch sind wir? Wir sind 4 hoch, das passt auch. Hier gehen wir wieder so mit rum. Und hier gehen wir rüber. Hier machen wir auch die Kurve. So, so,
Na komm. Zack, zack, zack. Hier ist ja alles im Lot. Ab nach hier. Oh, das wollten wir nicht. Und dann können wir sogar noch ganz easy, wenn wir das wollen, eine zweite Etage draufsetzen. Wenn uns nicht so ein bisschen der Beton ausgeht. So, jetzt haben wir wieder Krümmel. Eins, zwei, drei. Da müssen wir so ran und da so. Und dann gehen wir hier einfach rüber. Zack, und dann passt das. Und dann haben wir hier unsere schicke neue Fabrik. Was machst du hier noch? Du bist ja Tinnef. Gucken wir mal hier. Das sieht auch echt okay aus. Damit kann ich richtig gut leben. Und dann sind schon wieder 40 Minuten rum, von dem ich ein bisschen was beschleunigt habe. Aber das reicht, um noch ein bisschen was zu machen. Und dann haben wir hier mal ein bisschen Bewegung im Haus. Ist das nicht schön? Nicht alles so einheitlich, gerade, stocksteif. Und hier können wir dann wieder so ein Gebäude langziehen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Nur das nächste hier wird einfach wieder hier so. Da lassen wir ein bisschen Platz. Hier nochmal ein bisschen mehr. Ja, einfach mal, um den Eindruck zu vermitteln, wie es dann nachher aussieht. Das sollte nach Möglichkeit natürlich ein bisschen tiefer sein. Ich werde das jetzt nicht mit jedem Gebäude machen, ne? Dafür ist mir der Aufwand einfach zu groß. Aber so für erstmal. So. Hier ist noch ein bisschen Platz zum Laufen, das ist doch schön. Ja, noch habe ich ja ein bisschen. Komm mal rauf da. Ja. Nur um einfach mal die Optik zu vermitteln. Achso, ich dachte gerade, mein Beton wäre jetzt alle, aber nein. Aber gleich muss ich tatsächlich los, ein bisschen was holen. Ich habe tatsächlich mein ganzes Inventar auch leer gemacht und gefüllt mit Beton und Eisenplatten. Also mehr oder minder. Und dann die letzte. Und dann sieht das Ganze optisch so aus. Ne? Da geht wieder so ein Gebäude lang und dann hat das tatsächlich alles ein bisschen Schwung. Kommt das nicht cool? Ich finde das total geil. Ich fand die Idee tatsächlich herrlich. Ich habe die gesehen und gedacht, wie geil ist das denn? So, jetzt müssen wir natürlich nachher noch gucken, wie wir die Ressourcen hinzuführen. Wir haben hier unten ja einmal Kohle langlaufen. Wir brauchen hier aber noch Kupfer und Eisen tatsächlich. Nun könnten wir einmal ein bisschen hier nach hinten rennen und mal gucken, ob wir hier hinten noch irgendwo eine Eisenquelle haben, die wir hier sinnig anschließen können. Läuft hier lang. Dann würde ich hier nämlich einfach nochmal eine Leine nebenlegen. Die Schnecke! Na Mensch, komm her. Du bist mein. Wisst ihr was? Erstmal habe ich mir hier schön einen Kaffee gegeben. Verdient. Grüne Elektroschnecke. Was ist das denn? Was habe ich hier gefunden? Ist das Kupfer? Ja, perfekt. Das brauche ich hier direkt. Das ist ja gut. Das holen wir direkt ran. Perfekt. So, aber wir brauchen eigentlich viel dringender Eisenerz. Oh, 70 Meter. Ne, noch Kupfer, glaube ich, gerade. Ne? Das sieht mir nach Kupfer aus. Ah, 185 Meter. Na, wir kicken mal. Das ist ja nicht die Welt. Nö, hier hinten gleich. Schön. Boah, ist ja massig. Das sind nochmal vier. Meine Fresse. Und hier auch nochmal. Oh, wer bist du denn? Komm her. Komm, sei ein Lieber.
Willst du hin? 5 Eisennotes. 6 Eisennotes. Alter Vater. Ist er jetzt runtergeglitscht hier? Vollidiot. Ja. Hast du jetzt davon? Verdient hast du das, Arschloch. Oh, da ist noch einer. Komm. So. Na, kommt der andere hier auch angeschissen? Na komm. 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 So wird's gemacht. Also. Okay, das merken wir uns hier auf jeden Fall. Und dann holen wir doch gleich. Oh, das ist ja alles voll ums Eck. Wie geil ist das denn? Vor allem kann ich das nach hier rüberführen. Und ich kann hier sogar schon mit Fundamenten arbeiten, weil das alles so schön in der Nähe ist. Herrlichst. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist hier vielleicht sogar noch flach genug, dass ich das durchgezogen kriege. Ich hole jetzt erstmal Beton und freue mich meiner Zeit hier. Gut, die Kabel müssen natürlich noch anders verlegt werden. Das funktioniert so nicht auf Dauer. Das sieht einfach scheiße aus. Aber das ist ein Problem für später. Du sitzt aber tief. Du bist auf dem Boden, ne? Wir holen erstmal Beton. Und wenn wir die automatischen Kabel fertig haben, dann kommt auch tatsächlich erstmal Dings hier. Erst einmal Schnellreisesystem, womit wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angefangen haben, dass wir zumindest nach da hinten schnell kommen. Aber auch, dass wir hier halt hurtig hineiern können. So, hier habe ich Container gemacht, wo ich aber noch alles voll gemacht hatte. Oh, jetzt habe ich hier eine Menge Scheiße stehen. Ja, das sieht ja interessant aus. Kohle kommt hier erstmal rein, das kommt hier erstmal rein, das kommt hier erstmal rein. Salpeter brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Sortieren wir das Ganze einmal. Beton ist schon wieder eine ganze Menge da. Eisenplatten auch. Das heißt, wir können schon fast los. Wir brauchen nur noch einmal ihn hier. Produktion, Ausrüstungswerkstatt. Das kann ja eigentlich auch alles so stehen bleiben, oder? Eigentlich ist doch ganz cool. Zack. Und Stahlbeton genug da? Ja, das sollte passen, oder? Also davon brauchen wir jetzt 4 Stück. Minimum. 6 wären besser, dann könnte ich gleich ein bisschen mehr anschließen, aber naja, gut. Wie viel Stahlbeton brauchen wir für einen Miner Mark 2? 10. Haben wir auch genug. Sehr schön. Den marschieren wir nochmal los. Wirklich alles da? Für 2 reicht es ja. Schön. Und dann kommen doch in der nächsten Folge dann wahrscheinlich schon. Ja, eher in der nächsten, in dieser wohl nicht mehr. Jetzt kriegen wir nur die Ressourcen so ein bisschen ran. Die automatischen Verkabelungen in unser schönes neues Gebäude, das wir hier gebaut haben. Das hoffentlich auch groß genug ist. Dann hat man hier tatsächlich auch ein bisschen Platz und kann hier auch mal mit einem Fahrzeug langfahren oder sowas. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Und das ist jetzt hier, klar, schief auf dem Bodenplatten, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Solange das einheitlich aussieht, finde ich das okay. So, jetzt hatten wir das. Hier um die Ecke rum, oder? Ich guck mal nochmal. Einfach hier runter. Oh, easy peasy. Das ist ja easy peasy. Und da sind wir gleich so Platz, dass wir da ordentlich rankommen. Oh, wo bin ich denn jetzt hingefallen? Was ist das hier für ein Abgrund? So. Hallo. Da müssen wir nachher nochmal die Bäume wegnehmen. Und hier auch. Und weg damit. Scheißzeug. Und hier machen wir gleich das gleiche. So, und dann haben wir ja hier diese 9 Fundamente, die so schräg abknicken, oder? Die hier. Die meinte ich aber nicht. Die hier meinte ich. Brauchen wir die ganz steil? Ja, ich glaube, wir brauchen die ganz steil. So. Zack.
das hier scheiße. Aber gut, dann kommen die hier ran. Zack. Und zack. Und hier eigentlich schon nicht mehr. Und dann kommen wieder die hier. Zack und zack. Und wie mache ich das denn hier? Ja, scheiß drauf, machen wir auch so. Damit wir den hier dann auch noch reinkriegen. Na nun, wie soll das hier geklappt und da nicht? Na komm. Da drunter. Hä? Wieso kann ich denn da jetzt nicht drunter? Was ist denn das für ein Mist? Du dahin, du dahin. Was ist hier deine Sorge? Na, geht doch. So. Können wir tatsächlich noch einen weiter? Sehr schön. Obwohl, nee, können wir nicht. Dies können wir nicht. So. Na. Komm. Daneben, genau. Gehen wir hier jetzt erstmal so ein bisschen weiter. Wo ist der jetzt gelandet? Da hinten. Na Mensch. Haben wir hier tatsächlich eine schräge Rampe. Ich werde verrückt. Kann ich da eigentlich Mauern lang bauen? An dieser Kante? Ich meine, da hätte ich mir den ganzen Rotz hier sparen können. Nee, geht trotzdem nicht. Okay. Wir gehen noch ein bisschen rüber und dann sind wir schon fast da, würde ich sagen. So, so, so. Ach, da war auch mal so eine Kante. Ist ja herrlich. Und da unten rennt was rum. Na Mensch. Jetzt gehst. Es wäre schön, wenn es die hier auch geben würde. In flach. Aber genauso steil. Aber irgendwie ist das vom Spiel nicht vorgesehen, habe ich das Gefühl. Aber gut. Ist dann halt so. Na cool, du wirst wohl nicht an mich rankommen, wa? Juhu! Und tschüss. Oh, das Kupfer hier mal weg. Schlock, schlock, schlock. Zeit sagt alles cool. Den Scheiß müssen wir gleich wegpflücken hier. Der ist uns sonst gleich im Weg. Und dann könnte die Höhe schon so ziemlich in Ordnung sein. Ja, ich glaube, das passt. So, so, so. Und so. Produktion meiner Mark 2 und natürlich nicht. Keine Ressource zum Platzieren. Ah, jetzt hat es. Richtig ausrichten. Nee. Ja. So passt's. Hier noch ein bisschen auffüllen. Und dann können wir das Ganze doch hier hochschicken. Passt das so? Passt das so? Passt das so? Das ist eigentlich eine coole Höhe hier. Moment mal. 8. Und dann machen wir einmal hier lang. Oh, jetzt sind wir ein bisschen weit hinten gelandet, glaube ich. Obwohl. Na, das könnte auch da so seine Vorteile haben. Nee, das ist zu weit hier. Wir gehen hier weiter rüber. Damit wir hier so ein bisschen an die Kante rankommen. Dann fördern wir das einfach hier hoch. Und wenn wir hier nämlich die Platte wegnehmen, kriegen wir hier vielleicht sogar einen Aufzug rein. Das wäre cool. Sieg das mal weg. Mach das weg. Das ist weder Kunst noch ist das schön. So. Oh, was jetzt? Ach, Autosave. Alles klar. Puh, durchatmen. Ist wieder viel gedenklich heute. Zumal das jetzt gerade relativ spontan ist. Ich wusste nicht, wie lange das mit dem Dings tatsächlich dauert.
So. Und jetzt will ich hier so. Und so. Und so. Dann kommen die beiden weg. Und ihr werdet durch Glas ersetzt. Zack, zack. Das finde ich immer noch ätzend, dass ich die jedes Mal drehen muss, wenn das passt. So. Alles cool. Halt den Sabbel. Ne, warte mal, jetzt mache ich die erstmal weg, damit mir nicht wieder auf den Sack geht. Schluck Kaffee. Ah ja, das ist natürlich doof. Aber. Nee. Nee, 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 nee. Aber das könnten wir trotzdem so lassen. Na, wir gucken gleich mal. Wir ziehen mal die hier weiter rüber. Oh, da geht's aber steil hoch. Okay, wir brauchen da trotzdem. Na, dann machen wir das. Wie machen wir das denn? Ich weiß es doch auch nicht. Ich gehe jetzt mal auf die 0. Ich brauche doch relativ häufig. Jetzt mal so runter. Damit wir das einheitlich haben. Aber dann machen wir hier einfach einen Knick rein. Und gehen hier rüber. So. Dann. Erstmal hoch. Zack. 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 Dann können wir bis hier gehen. Nee, nee, so ist Quatsch. Ich will ja hier auch noch das Eisen lang führen. Das ja von da oben dann gleich kommt. Das heißt, ich brauche ein so. Und ein so. So wird ein Schuh draus. Ne, klar, ich führe das Eisen ein bisschen über Umwege ran. Aber das ist mir relativ Banane. So. Den vorderen werden wir fürs Eisen nehmen. Das heißt, den hinteren nehmen wir für den. Ist auch geil. Das ist gerade ausgerichtet, der meine. Aber irgendwie auch nicht. Jetzt könnte er sich nicht entscheiden, ob er. Was ist das denn? Soll ich rollen oder was? So jammer nicht. Was ist das ekelhaft? Meine Güte. So, kriegen wir jetzt eine saubere Kurve hin. Das sieht besser aus. Sehr schön. So. Und dann ist das hier der Eingang zur unterirdischen Bebauung. So, jetzt gehen wir einmal hier hoch. Du kommst wieder weg. Obwohl, du kannst eigentlich nie, du kannst da bleiben. Ist ja Quatsch. Da ziehen wir dann nachher einfach eine Wand lang. Und so. Jetzt sagt er, kann er nicht. Kann er nicht, weil er nicht weit genug drüben ist. Okay. Du nochmal weg und du nochmal weg. Gehen wir einmal ein Stückchen weiter nach hier. Und gucken nochmal. Boden zu steil und ziemlich rollen. So. Jetzt sind wir zu weit vorne, würde ich sagen. Nee, das geht auch gar nicht. Was war denn vorher sein Problem? Es geht doch da sauber ran. Förderband zu steil. Manchmal nervt mich die Engine, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich sehe gerade, mein Mikro steht sonst wo. Scheiße. Hätte ich vielleicht mal richtig hinstellen können. So. Jetzt passt's. Bis hier. Und jetzt können wir nämlich mit dem einfach hier rangehen. Ja, sauber. Das gleiche machen wir mit dem hier auch noch.
Na komm. Hier hin. Dann haben wir das nämlich auch schon hier. So, so viel wir können. Das ist ja ganz unschön. Na egal. Zack. Hier oben drauf. Und dann haben wir das doch schön sauber nebeneinander. Einmal Kupfer, einmal Metall. So, dann gucken wir einmal hier hinten hin. Das ist ja auch nicht allzu weit. Hier würde ich am liebsten auch gleich zwei hinstellen, aber gut, man kann nicht alles haben. Tick, 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 ich höre hier irgendwas. Was höre ich denn hier? Ach, die Frau kämpft sich die Treppe hoch. Wer hätte das gedacht? Okay, Fundamente rüberziehen erstmal. Die werden wir wohl noch ein bisschen erhöhen müssen hier vorne. Boah, ich hasse Treppen. Sie hasst Treppen. Ich übersetze das mal. Das Gebrubbel. So, gehen hier gleich einmal ordentlich hoch, damit sich das auch lohnt. Na, können wir da rauf? Ne. Mal was von hier. Dann geht uns schon wieder das Dezement aus. Das ist ja hochgradig ärgerlich. So. Bauen wir erstmal so hier rüber. Wird Dezement immer noch nicht reichen, aber ist wie es ist. Das ist wie es ist. Oha, da bin ich auch schon weit drüben. Meine Güte. So. Ja, wir brauchen Zement, ne? Hilft also nichts. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann ziehen wir das alles noch nach hier hinten rüber. Kloppen da irgendwie noch irgendwo ein Splitter rein und dann ist alles tutti. Ach, ich finde das immer noch toll. Ich würde mich den ganzen Tag drüber freuen. Steht hier einfach mal so ein bisschen gekrümmt in der Gegend rum. Ich freue mich einfach über schief. Herrlich. Ich könnte jetzt was zu meiner Biografie sagen, warum schief so ein bisschen komisch ist, aber ich lasse das einfach mal. Wupp. Kommen wir eigentlich durch? Wie bitte? Genau das gleiche. Ja. Dachte ich mir. Was? Ich sage, dass ich denke? Oh, wenn wir schon dabei sind, können wir noch zwei Männer mitnehmen, oder? Über. Schlau, 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 schlau. So können wir keine zwei Männer mitnehmen. So können wir einen mitnehmen. Und das tut's aber auch. So, nehmen wir noch zwei mit. Wir sollten noch von allem gerade so genug haben. Zack. Wie viel modulare Rahmen brauchen wir? Ja, passt genau. Das ist ja. Jetzt hätte ich mir das ausgedacht, ey. Wie viel Beton haben wir jetzt? 300. Ja, nee. Wir brauchen nur halb so viele Eisenplatten jetzt gerade. Ach, ist ja super. Und dann noch ein paar von hier. Ein paar mehr. Dann nehmen wir lieber Beton mit. Ich habe hier irgendwas hatte ich noch geändert gehabt. Ich glaube, es waren Fließbänder. Ach ne, die habe ich in der letzten Folge aktualisiert. Okay. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander mit Vorbereitungsrun und Aufnahme heute Nachmittag. Aber alles cool. Löppt, löppt, löppt. So, Viertelstunde noch. Maximal. Mehr war es nicht. Aber die nehmen wir noch mit. Ach, ich kann mich da kaum dran satt sehen. Herrlich. Es tut mir leid. Ich frage mich, wie das Ganze nachher klingt. Ich habe das Mikro jetzt nicht nochmal extra umgestellt. Man darf gespannt sein. Nee, das machen wir jetzt hier nicht. Wir machen erstmal hier oben fertig. Zap, zap, zarab. Das sind die hier. Da können wir auch ein paar mehr machen. Da hinten ist schon Müll, aber egal. Darum kümmern wir uns dann anders.
Wir gehen jetzt hier ordentlich. Na, da bin ich. So, ich glaube, hier müssen wir die dicken nehmen, wenn das klappt. Macht das hier wieder so einen Satz nach unten? Wir brauchen gar nicht so einen hohen. Das ist totaler Quatsch. Wir müssen ja hier nicht unglaublich hoch bauen. Wir nehmen da einfach einmal. Ich glaube, die reichen völlig hier. Zumindest hier vorne. Die kleine Ecke, da kann es ja egal sein. Zack, zack. Ja, das sieht besser aus. Zack, 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 zack. Alles gleich im Lot. Kupfer brauchen wir eh nicht so viel. Sie stopfen das ganze Rohmetall hier tatsächlich ein bisschen das Inventar. Unschön. Aber gut. So. Na komm. Zack, 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 zack. Produktion, meine. In die Richtung und ja, du eigentlich auch. Die sind aber schön nebeneinander. Das ist ja herrlich. Da kann ich ja direkt hier Fusionatoren und sauber hier lang setzen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na, passt das? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Man kann nicht alles haben. Okay. Dann geht der hier halt so weiter rüber. Das ist dann einmal so. Und der kann ja einfach so. So, mal langlaufen. Was ist zu teuer? Ich habe keinen Stahl mehr? Ach komm, leck mich doch. Das ist doch nicht wahr, ey. So, wenn ich jetzt da schon so einen Schnellreisepunkt hätte, dann wäre ich quasi schon da. Aber nein. Aber nein, aber nein. Hier irgendwo Stahlproduktion in der Nähe? In der einen Halle, glaube ich, ne? Holen wir das da einmal raus. Und bis ich das gefunden habe, ist auch. Naja, wir holen das von hier hinten. Ich muss so ein bisschen Deko hin auf dem Platz, oder? Das wäre total gut. Ach, wie schön ich hier langlaufen kann. Herrlich. Alles genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Schön. Na, ein paar Minuten in der Luft. Jupp. So, wo haben wir den Stahl? Nein, 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 da haben wir Stahl. Und so wenig Stahl. Warum haben wir so wenig Stahl? Was ist denn hier los? Hier irgendwo. Irgendwo was vergessen? Können wir denn so wenig Stahl haben? Da müssen wir, oder muss ich nachher nochmal gucken, was ist das hier? Das ist aber hässlich. So, das geht ja also so nicht. So nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Nur die Kleinigkeiten, die man ein bisschen spät sieht, ne? Ich habe mir ja damals echt Mühe mit den Türmen gegeben, aber irgendwie muss ich die in letzter Zeit gar nicht mehr. Da ich jetzt doch in eine völlig andere Richtung expandiere, als zuerst gedacht. Aber naja, manchmal ist das so. Hätte man auch das Gebäude da schön an den Berg auslaufen lassen können, oder? Wäre auch ganz cool geworden. Quasi von dem der Anhöhe auf das Haus rauflaufen kann. Das ist, glaube ich, die gleiche Höhe fast. Na, wir müssen mal gucken, wie viel Platz wir nachher brauchen. Vielleicht machen wir das noch. So, und dann führen wir die. Wo führen wir die denn eigentlich hin? Jetzt habe ich hier so großkotzig Stahl geholt. K
kann damit erstmal gar nichts anfangen. So. Bis zum Saarbrücken. Ih, ist das schief. Was ist denn da los? Passt das? Ne. Nochmal weg. Gut. So passt das. Schön. Du daran. Und dann gehst du. Passt das? Na, aber wie geleckt. Den können wir hier eigentlich weiter rüber gehen. Zack. Und führen das hier nach unten. In die Wildnis. Hm. Macht eigentlich wenig Sinn, ne? Macht eigentlich wenig Sinn, aber gut. Manchmal ist es, wie es ist. Bis runter. Na komm. 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 So. Sehr schön. Gut. Wieder hoch. Rödel, rödel, rödel. Achso, ja, vielleicht sollte ich auch die dusseligen Masten bauen. Sonst bringt das alles wenig. So, bis hier ran. Boah, da sind wir betriebsblind hier. Beziehungsweise es hebt sich alles so schlecht ab vom Hintergrund. So, danach da. Und danach hier. Hubala. So. Das ist ja auch Quatsch. So, so. Dann führen wir das nach hier ab. Und hier führen wir schon runter, ja. Schön. Dann kann der nochmal weg. Dann da oben ein Lift dran. Gut. So müsste passen. Wie machen wir das? So. Sehr schön. Und dann hier herunter. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. So. Und jetzt bitte. Ach komm, das ist doch alles scheiße. Was soll denn dies? So, jetzt schön, jetzt ist schön. Dann wieder einen runter. Jetzt könnte man fragen, Markus, warum baust du hoch und runter? So. Damit es hübsch ist. Boah, sehr schön. Wie geil ist das denn? Das Ganze führen wir hier hin. Und wisst ihr, was noch cooler käme? Wenn wir das hier wieder greifen. Und zwar komplett. Und dann bauen wir hier. Ey. Bauen wir das schön so. Zack, daran. Zack, daran. So, dann können wir die Produktionsstätten auch ein bisschen schöner bauen. Zack, zack. Zack, hier wieder alles anschließen. So. Und dann. Zack, Fundamente. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. So. Jetzt aber. Du dahin und du dahin. Und dann passt's. Sehr schön. Das war herrlich. Geiler Shit. Und hier setzen wir auch eine Verkleidung vor. Aber ich glaube mit Glas. Zack.
mach halt jetzt mal so. So. Okay, wir gönnen uns das auch noch und da. Ja, komm. Was soll der Geiz? Na, komm schon. Leck mich doch. Leck mich doch, Spiel. Und da oben weg. Zack. Und dann ist das hier auch schön verkleidet. Das finde ich echt schick. Das gefällt mir. Und hier ist ja nachher wieder alles Fundament. Ne, dass dann nur so der kleine Ausgang zu sehen bleibt. So. Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen gucken. Wir müssen ein bisschen damit arbeiten. Das ist hier gerne mal alles ein bisschen eng. Und wir müssen vor allem gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen hier hin. Wir können hier aber gerade rüber bauen. Ich glaube, das kommt dann schöner. So, von wo kommen wir? Von da. Zack, zack, zack. So, ich will noch kein Gras auf dem Boden sehen. Oder vom Boden. Ja, so ist doch gut. So, Platten drunter. Jetzt wird's aber echt eng. Naja. Kann ich eigentlich mich hinhocken? Ich weiß das gar nicht. Das ist ja arsig. Müssen wir hier nochmal aufmachen. Komm ich da echt nicht an? Scheiß noch eins. Die ewig verschollene Kiste. Naja. So, dann von da nach da. Von da nach hier. Von da ebenfalls nach hier. Dann bis hier hinten an die Ecke. Damit machen wir das gleiche. Kurzgrenze. Das ist ja doch eher dumm gewesen. So, jetzt müssen wir das aber. Ach scheiße, nein, das war Blödsinn. Jetzt kriegen wir hier gar nicht die Fundamente drauf. Das heißt, ich reiß das alles wieder weg. Yay! Was ein Aufriss. Was man nicht macht, nur damit man hier das ein bisschen schick hat, ne? Vor allem ein bisschen die Bänder versteckt hat. Sehen wir das hier hinten auch nochmal komplett weg. Und dann müssen wir erstmal die Glasfundamente rauf. Zack, 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 zack. Und dann können wir das gleich hier von der Seite lang legen. Das macht sich alles ein bisschen schwierig. Aber ist leider nicht anders machbar. Ansonsten haben wir hier das Problem. So, die Kohle muss eh nochmal aus, denn die wird jetzt um 1 verlegt. Also, sehr schön. So, denn die Kohle. Ah, guck mal, jetzt komme ich glaube ich. Ja, ich werde verrückt. Ich werde die Kisten hier doch noch los. So, dann gehst du jetzt nämlich. Hier hin. Und läufst dann bis hier hinten bei der. Oh Gott, oh Gott. Ja, alles nochmal weg. Nerv, 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 nerv. So, hier kann ich laufen. Gut. Dann einmal von da bis nach hier. Das Ganze bis nach hier. Ich glaube, das ist schief, kann das sein? Ach komm. Guck mir das jetzt her. Na, komm. Komm. So. Sehr schön. Nee, das kann auch nicht sein. Muss ja denn so sein.
hier, dann ist hier und dann sind wir doch schon an der Halle vorbei. So ein Cheat. Aber wir müssen noch weiter. Denn ich muss das ja hier hinten irgendwie nochmal umleiten. Ne? So, dann kommt das da weg. Das kann auch von mir aus weiterlaufen. So. Bis hier, bis hier und da läuft das nachher sowieso schon nicht mehr weiter. So. Gehen wir da ran. So. Schön, 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 schön. Damit liegt schon mal das erste Band. Hier muss ich es reinführen. Jo. Hier quasi. Ja, schön. Dann gucken wir doch mal. So. Und die nächste Frage ist. Kriege ich da einen Splitter hin? Was ungeeignet ist hier? So. Wenn ich hier jetzt einen Splitter ranbaue. So, klick. Nee. Wenn ich so mache und dann einen Splitter hinsetze, das geht. Sehr gut. Okay. Also kriegen wir dann schon mal die Kohle rein. Ich weiß, muss echt gucken, wie ich das hier splitte. Das macht sich ja ein bisschen doof, ne? Ich meine, wir haben hier jetzt gerade ein bisschen mehr Luft, aber das ist alles noch so ein bisschen suboptimal. Ja, okay, ich kann hier langlaufen, das ist jetzt mal gut. Aber gut, setzen wir erstmal hier einen Splitter für die Kohle. Der guckt wahrscheinlich ein Stückchen nach oben durch. Habe ich im Urin. Das ist ein Fusionator. So, den wollen wir. Den packen wir dann auch nach hier vorne. Zack. Die Platte weg. Und dann einfach zack. Kommt hier zu voraus. Wohin? Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben sie nächsten in die Richtung. Ne? So, dann haben wir schon mal Kohle. Fehlt uns noch Eisen und Kupfer. Warum habe ich das hier so gemacht? Achso, damit es erstmal weiterläuft, ne? Aber hier muss ja. Das muss ja so, sonst geht das ja gar nicht. Sonst kriege ich das hier ja gar nicht wieder zu. So. Dann. Habe ich das hier noch gar nicht langgezogen. Okay. Gut, also. Plan fürs nächste Mal. Hier die. Dings weiterbauen, dann ist das auch noch der falsche. Ich kotze im Strahl. Jetzt aber, Plan fürs nächste Mal. Klappt wieder gelaufen, sehr schön. Ist, wir haben das hier weiter langlaufen. Wir haben dann drei Förderbinde. Eins mit Kohle, eins mit Eisen, eins mit Kupfer. Ah, ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Machen wir mal gerade eine Tür. Wir machen hier aber nochmal eine auf. Und da auch noch ein. Und dann machen wir das relativ easy. Wir können ja einfach hier einen abknicken lassen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und hier ist dann nur das mittlere Förderband noch. Ich nehme das jetzt irgendwie hier mal an. In der mittleren Line. Moment. Das will ich jetzt noch ausprobieren. So, wir haben mal hier die. Und dann brauchen wir noch. Ach, die läuft ja auch schon. Bis wohin läuft die denn? Die läuft bis
Die läuft hier noch weiter. Okay. Die muss hier gar nicht mehr weiterlaufen. Die macht hier Stopp. Ne, gesplittet werden muss nur die Kohle. Dann kommt das hier weg. Die führen wir noch bis... Na, maximal bis hier. Komm. Nicht zu weit. Und dann... Zack. Ich kann das hier ja einfach rauskommen. Von wegen Plan bis zum nächsten Mal. Ha, das machen wir heute noch fertig. Scheiß Namens. Einmal Platz schaffen, damit wir drunter kommen. Ach komm, so ein Scheiß. Boah, dass die hier immer wechseln. Nee, das ist doch Müll. So will ich das nicht. Weg, weg, auch weg. Und dann... Ja, das war ja super. Falsch rum. Klasse. So. Stimmt's jetzt? Jetzt stimmt's. Muss ich es hier auch nochmal drehen? Ne. Jetzt passt es. Sehr schön. So. Dann holen wir das Förderband noch nach. Ja, ich muss jetzt das hintere machen. Nee, so nicht. So. Dann einmal hoch. Oh, immerhin das passt. Sehr schön. So, komm. Und dann daran. Ach komm, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Abrander. Das ist jetzt dein Problem. So. Nee, nicht so. Du sollst dich da dran verbinden, Mann. Komm schon. So. So passt's. Sehr schön. Sag doch, das kriegen wir heute noch. Und dann haben wir hier noch den ich noch viel beschissener sehe. So. Den führen wir auch nach hier hinten. Okay. Passt nicht bis hier, warum auch immer der nur kürzer kann. So. So. Und abrandern. Ah ne, kürzer hier. Ein eigenes Förderband. So. Damit gehen wir auch kommen. Auch bis hier. Rums. Dann kommt hier der ran. Zeigt auch noch da. Und alles ist feini fein. Das passt. Das passt. Ja, Förderband zu Stahl kommen. Das ist jetzt nicht das Problem. Zack. Und alles sitzt wie geleckt. Bumsen. Nee, das ist ja scheiße. Weg, weg, weg. Dann musst du einen höher. Tut mir leid. Aber so nicht. So. Und dann passt das. Tada! Das hier kann alles weg. So. So passt das gut. Schön, schön. Dann haben wir auch tatsächlich die Rohstoffe schon hier. Das ist ja herrlich. Hier die noch ran. Zack. Das passt sonst nicht. Ja, man kann nicht alles haben. Aber das geht so. Zack, so viel Platz wie geht. Hier werde ich irgendwann nochmal so ein Geländer rumziehen. Und dann ist das schicki. Hier wieder Winde lang. Das ist schließlich alles.
ist fertig, dann gehen wir nochmal runter. Und dann haben wir schön die Ressourcen unterirdisch verlegt. Wir haben hier keine Förderbänder, die mir irgendwie die Optik versauen. Zack, 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 zack. Da irgendwie eins seltsam in der Gegend rumgesetzt. Wir gehen hier nochmal rüber, wenn wir schon mal dabei sind. Das kommt mir jetzt komisch vor. Ich finde schon wieder kein Ende, glaube ich. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Das ist ja mal erstmal ätzend. Das ist ja erstmal ätzend. Das ist okay. Dann machen wir einfach mal so. Da so ein Grasbüschel zwischen. Ist ja auch affig, ne? Obwohl, den können wir hier so machen. Und wo ist er? Da ist er. Nee, das ist doch scheiße. Wie mache ich denn das jetzt noch? Na komm. Also da kommt auf jeden Fall einer drunter, so viel steht fest. Wie kacke ist das denn? Den wollte ich. So macht Sinn. Auch wenn da ein Stein durchguckt. Ja, machen wir so. Machen wir hier eine kleine Rampe runter. Hier ist noch ein kleiner Fels, das ist auch okay. Das stört mich zwar, aber ich glaube, ich kann mich damit arrangieren. Schön! Wir haben neues Kupfer, wir haben neues Eisen, wir haben eine Menge neue Fundamente. Die ich eigentlich so noch gar nicht ziehen wollte, aber gut, nun sind sie da. Wir haben 3 Förderbänder hier drunter. Hab ich so auch noch nicht gehabt. Die hier jetzt schön alles verstopfen immer. Wir müssen da hinten noch Strom hinlegen. Das ist relativ schnell gemacht. Schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ein schönes Wochenende. Und ja, haut gerne ein Like rein. Haut ein Abo rein. Und kommentiert vor allem, wie euch die Optik hier gefällt. Ich finde es irre cool. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Und wenn nicht, lasse ich es tatsächlich in dem Fall trotzdem so, weil ich keinen Bock habe, hier nochmal die Arbeit zu machen. Aber dann überlege ich mir tatsächlich, ob ich noch ein paar mehr Gebäude in dem Style mache. Ne? Weil, wie gesagt, mir gefällt es echt klasse. Ich glaube, die Tür werde ich noch umsetzen. Die kommt dahin. Das mache ich jetzt noch schnell. Ich kann auch einfach mal so eine hier nehmen. Auch nicht. Zack. Dann sieht das vielleicht ein bisschen sinniger aus. Jo. So machen wir dies. Ich könnte auch 2 Türen machen. Ich glaube, das macht noch mehr Sinn. Ja. Dann ist es schön symmetrisch. Das passt. Oder? Da eine Frage, ja passt. Schön. Guti. Wie gesagt, ich habe alles schon einmal gesagt. Ich will es nicht nochmal sagen. Ich finde kein Ende und deswegen sage ich jetzt einfach reingehauen, schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Euer Ragnar Bertelsson.